Ha, jetzt haben wir endlich mal jemanden aus der Telefonbranche, nämlich Markus Haas. Er ist Vorstandsvorsitzender Telefonica Deutschland. Ist das richtig? Hat sich nichts geändert? Manchmal ändert sich ja was ganz schnell. Immer noch in der Funktion. Gerade verlängert. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das muss an den guten Umsätzen liegen, die Sie machen. Macht Spaß. Macht Spaß und macht auch gut rückwärts rein. Wir haben viel vor. Ja. Herr Haas, 5G ist ein leidiges Thema in Deutschland. Warum kommen wir so langsam voran? Also erstmal, glaube ich, sind die Netze viel besser als Ihr Ruf. Wir haben in der Pandemie gezeigt, was wir drauf haben. Wir haben das Land am Laufen gehalten. Nach vorne hin haben wir klare Ausbauziele. Was wir uns natürlich wünschen würden, ist einerseits, dass wir genauso schnell bauen dürften wie Tesla. Das heißt, ich muss nicht auf Baugenehmigungen warten, sondern ich darf bauen. Und wenn hinterher keine Genehmigungsfähigkeit besteht, würde ich auch zurückbauen, weil 99,5% aller Antennen werden eh genehmigt. Das heißt, da haben wir teilweise Planungszyklen von bis zu 2 Jahren für einen Mobilfunkstandard oder Standort. Das heißt, das behindert uns. Dann würden wir uns natürlich wünschen, dass Frequenzen, die wir schon nutzen, dass die verlängert werden, weil wir eigentlich lieber in Netzausbau und bessere Infrastruktur für Deutschland investieren als in ein Stück Papier. Das ist in Europa auch Standard. Das heißt, das sind so Themen, da kann die Politik mit ganz wenig Aufwand eigentlich einen riesen Effekt erzielen, dass wir noch schneller vorankommen. Was hat denn Elon Musk, was Sie nicht haben? Das frage ich mich auch jeden Tag. Nein, Spaß beiseite. Offenbar war es da möglich, auch dass ich erstmal bauen darf, ohne eine Baugenehmigung. Es ist eine Autofabrik gebaut worden, aber die Denke ist doch wichtig. Es geht doch darum zu gucken, wie die Spanier, die Österreicher, wie die Länder um uns herum das machen, um schneller voranzukommen. Und insofern glaube ich, müssen wir hier eng mit der Politik zusammenarbeiten. Ich glaube, wir brauchen Mut. Wir brauchen den Mut zu sagen, Dinge schneller zu machen in Deutschland, um letztendlich auch voranzukommen. Wenn Sie sich so in dem Feld mit den Mitbewerbern sehen, wo steht Telefonica da? Ist die Verbreitung, ist das Netz besser? Sind andere besser? Wo sehen Sie sich da in diesem Ranking? Also hier in München, wo wir heute gerade sind, haben wir mit Abstand das beste Netz. Aber wir haben in Deutschland 3 sehr gute Netze. Und das ist auch wichtig, dass das Backbone, der Mobilfunk ist großer Teil der Digitalisierung, um letztendlich die Dienste, um alle Dinge miteinander zu vernetzen. Ich sage immer, die Mobilfunker, wir sind der Klebstoff der Industrie. Das heißt, wir bringen alles zusammen, nicht nur innerhalb der Industrien, sondern auch horizontal zwischen anderen Industrien. Und wir haben in Deutschland 3 sehr gute Netze, wo es aus meiner Sicht so gut wie keine Unterschiede mehr gibt. Also ich muss Ihnen sagen, in Brandenburg ist das noch nicht doll. Das heißt, Sie haben Schwerpunktbereiche. Man hat immer noch das Gefühl, in Deutschland, wenn Sie in einer Großstadt sind, läuft alles wunderbar. Kaum sind Sie draußen auf dem Land, wird es sehr, sehr mager. Ist das auch die Politik schuld? Nee, wir wollen ja bis Ende 2024 alle weißen Flecken geschlossen haben, auch zusammen mit unserem Wettbewerber. Bauen wir Standorte im ländlichen Raum aus, bis zu 6.000. Und wie gesagt, wir sind hier sehr, sehr gut unterwegs. So viel wie in den letzten Jahren ist in den letzten 20 Jahren nicht investiert worden. Das heißt, wir kommen sehr, sehr gut voran. Wir schließen täglich weiße Flecken. Und ich bin mir sicher, dass wir auch in Brandenburg, egal bei welchem Netzbetreiber Sie gerade sind, Sie eine hervorragende Netzabdeckung in Zukunft haben werden. Also ich gebe Ihnen die Nummer von unserem Ministerpräsidenten. Herr Haas, das Thema der Zukunft ist ja 6G. Also mit 5G kommen wir ja nicht so leicht voran. Das dauert ja alles noch ein bisschen. Sie sagen 2024, wenn ich Sie richtig verstanden habe. 6G ist aber eigentlich schon in der Mache oder beziehungsweise ist schon gedacht. Wie schnell wird das denn kommen? Wird das wieder so lange dauern? Na ja, gut, wir haben ja jetzt schon eine Verdopplung der Geschwindigkeit. 4G hat 10 Jahre gebraucht, von 2010 bis 2020. Volle 5G-Versorgung von 2021 bis 2025 ist schon mal 5 Jahre kürzer. Und jetzt investieren natürlich alle in Use Cases, in Maschinen, in letztendlich Anwendungen für 5G. Und 6G werden wir, denke ich, am Ende der Dekade sehen. Das heißt, 5G wird jetzt schon der Lastesel für die Industrie 4.0 werden. Und da werden wir sehr viel lernen. 5G kann mehr als 4G, ist viel energieeffizienter als 4G. Aber natürlich, die niedrigen Latenzzeiten, dass ich in einem Quadratkilometer 1 Million Endgeräte miteinander vernetzen kann, all diese Dinge werden wir mit 5G lernen, auch die niedrige Latenz natürlich. Und 6G wird natürlich wieder einen draufsetzen. Das heißt, wir sind in einem ständigen Erneuerungsprozess. Aber jetzt ist erstmal 5G angesagt und das wird hoffentlich Deutschland effizienter machen und wird natürlich auch hoffentlich helfen, unsere Klimaziele zu erreichen. Wer liegt denn in Europa vor uns, was diese Kapazitäten, was die Reichweiten angeht? Gibt es da? Innerhalb Europas sind wir gut unterwegs.
die Amerikaner und Südkorea wird immer genannt, Japan wird auch genannt. Das sind Länder, die haben andere Voraussetzungen, die haben nicht so lange Genehmigungszeiträume, werden Frequenzen teilweise auch nicht versteigert. Das heißt, da können wir schon lernen, aber es geht ja auch um die digitale Souveränität Europas, insbesondere in diesen Zeiten, in denen wir derzeit leben. Und deshalb, glaube ich, müssen wir als Europa gemeinsam vorangehen. Wir brauchen eine einheitliche Frequenzpolitik, dass Frequenzen eben nicht mehr versteigert, sondern verlängert werden. Wir brauchen kürzere Genehmigungszeiträume. Aber grundsätzlich sind wir schon gut unterwegs, was den 5G-Ausbau angeht. Letzte Frage. Wir haben in der letzten Woche erfahren, dass die Bundeswehr jetzt bei Thales in Frankreich analoge Funkgeräte nachbestellt, weil die gesamte, ich sag mal, der gesamte Nachrichtenverkehr bei der Bundeswehr, bei unseren Verteidigungsmächten, kann man so sagen, noch auf analoger Technik basiert. Können Sie denen nicht mal einen Vorschlag machen, wie die das anders machen und besser hinbekommen? Wir nehmen hier aktiv Teil, auch bei den Ausschreibungen Teil, dass wir hier noch mehr Gas geben, dass wir unsere passive Infrastruktur mitnutzen können. Das heißt, dass auf die Masten auch die Sender der öffentlichen Bedarfsträger draufkommen können. Also hier sind wir offen, Gespräche zu führen, dass wir hier natürlich vorankommen müssen. Das ist ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich, Haas, dass Sie bei uns waren und ich hoffe, wir begrüßen Sie nächstes Jahr wieder hier. Sehr gerne. Alles Gute für Sie und für Ihr Unternehmen. Vielen und dass es mal ein bisschen schneller vorangeht, auch in Brandenburg. Wir sind dran. Danke. Alles Gute.